6 Covid-Geimpfte haben Strafanzeige gegen Mitarbeitende der Swissmedic und gegen Angestellte des Berner Inselspitals gestellt und das heute öffentlich gemacht. Der Vorwurf: Verletzung der heilmittelrechtlichen Sorgfaltspflicht. Die Impfung habe bei ihnen zu anhaltenden und beeinträchtigenden Symptomen geführt, also ihre Gesundheit gefährdet. Remy Bütler und Biljana Gogic berichten. Seit einem Jahr ist die 45-jährige Timai Trang Joost auf Unterstützung der Spitex angewiesen. Das Haus kann die Sachbearbeiterin nur noch im Rollstuhl verlassen. Sie ist überzeugt, unter den Nebenwirkungen mehrerer Corona-Impfungen zu leiden. Ich war früher lebendig, konnte wandern gehen, konnte malen, konnte zeichnen, konnte vieles machen. Jetzt bin ich so eingeschränkt, dass es mir sehr schmerzt. Ich erlebe in der Erinnerung, was ich früher alles machen konnte. Und heute brauche ich Hilfe. Ich kann nicht mehr selbstständig ich sein. Dafür macht sie die Zulassung und Aufsichtsbehörde Swissmedic mitverantwortlich. Sie hat, vertreten durch den Zürcher Anwalt Philipp Kruse, Strafanzeige eingereicht. Er ist ein erklärter Impf- und Corona-Maßnahmen-Gegner. Swissmedic hat mit diesen Covid-19-Impfstoffen auf mRNA-Basis neuartige Arzneimittel zugelassen, obwohl die gesetzlichen Mindestvoraussetzungen dafür nicht gewährleistet sind. Außerdem hat Swissmedic es versäumt, eine Produktüberwachung zu organisieren, welche dem geschaffenen Risiko tatsächlich entspricht. Und drittens hat vor allem Swissmedic es unterlassen, die Öffentlichkeit adäquat zu informieren über die Risiken, die mit diesen Substanzen verbunden sind. Swissmedic äußert sich nicht zur Strafanzeige, da es sich um laufende Verfahren handle. Timai Trang Joost sagt, sie wolle die Öffentlichkeit für die Impfnebenwirkungen sensibilisieren und wachrütteln. Ich kenne noch Menschen, die auch so leiden wie ich. Wir sind nicht Einzelfälle. Wir sind Menschen. Wir wollen das nicht. Wir sind nicht mal richtig aufgeklärt worden. Die 300-seitige Anklageschrift prüft nun die Zürcher Staatsanwaltschaft im Fall von 4 Geschädigten. Nebenwirkungen von Covid-19-Impfungen werden weltweit dokumentiert und erforscht. Auch Swissmedic sammelt die Verdachtsmeldungen, die von der Ärzteschaft und von Betroffenen in ein eigens eingerichtetes Meldesystem eingebracht werden. 38% der mutmaßlichen Nebenwirkungen wurden bislang als schwerwiegend eingestuft. Welche Nebenwirkungen denn bisher bekannt sind? Diese Frage geht an SRF-Wissenschaftsredaktor Daniel Theiss. Es sind vor allem Fieber und Kopfschmerzen, das sind die häufigsten. Die sind in der Regel zum Glück harmlos. Dann gibt es weitere wie Müdigkeit, Fatigue. Es gibt auch Zyklusstörungen bei Frauen. Dann gibt es Reaktivierungen von Viren, die man schon in sich trägt, die zum Beispiel eine Gürtelrose auslösen können. Es gibt die bekannten Herzmuskelentzündungen bei jungen Männern. Und dann gibt es eine Reihe weiterer gemeldeter Vorfälle. Menschen sagen, es hat ihnen aufs Gehör geschlagen, auf diverse Organe. Und dann gibt es auch Menschen, die sich melden mit schweren Beeinträchtigungen. Reicht das Meldesystem zur Erfassung und Auswertung von Nebenwirkungen, das die Schweiz unterhält? Nun, in der Schweiz wurden die Menschen sehr motiviert für die Impfung, je nach Ansicht auch gedrängt dazu. Es ist sicher ein sehr hoher gesellschaftlicher Druck vorhanden gewesen. Das bringt auch eine gewisse Verantwortung mit sich, dass die Behörden wirklich da auch schauen, die Leute begleiten auf diesem Weg, gerade auch für die Nebenwirkungen. Und da denke ich, hätte man im Nachhinein, kann man sagen, dass man da wohl mehr hätte tun können. Was hat die Impfung gebracht? Rechtfertigt der Nutzen die Nebenwirkungen? Die Corona-Impfung wurde als der Ausweg aus der akuten Corona-Krise gesehen und die Daten zeigen, dass das auch funktioniert hat. Jetzt sind wir mittlerweile in einer anderen Phase und da brauchen wir mehr Daten. Wir müssen wissen, was bringen die wiederholten Booster, vor allem auch bei jüngeren Menschen. Und diese Daten fehlen zurzeit. Es gibt Hinweise, dass Long-Covid, dass es einen gewissen Schutz vor Long-Covid gibt. Es gibt Hinweise, dass man eine Ansteckung verhindern kann. Aber wie gesagt, da brauchen wir noch mehr Daten.